Yeah, Buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen und ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Sonntagmorgen. Ich habe mal wieder ein neues Champion-Konzept für euch. In der letzten Woche hatte ich keins, weil Mike ja seinen 24-Stunden-Stream hatte und ich wollte da gar nicht mit irgendwelchen Uploads zwischenfunken. Auf jeden Fall gibt es heute für euch den Champion, der letzte Woche kommen sollte, Phemos, der einäugige Riese. Ich habe auch erstmal eine Story natürlich für euch und danach kommen wir direkt zu den Fähigkeiten. Phemos wurde eigentlich sehr behütet in einem kleinen Dorf geboren, seine Eltern normale Menschen. Und keiner konnte sich erklären, als das Baby zur Welt kam, wieso es so unglaublich hässlich war. Es war größer als andere Babys, es hatte eine Art ledrige, kräftige Haut, die dicker war als von normalen Menschen. Und das Allerschlimmste an Phemos war sein einziges Auge. Phemos wurde verachtet nicht nur von den Dorfbewohnern, sondern auch von seinen eigenen Eltern. Sie ekelten sich ein bisschen davor, dass sie so ein Baby hatten mit zwei Zehen an den Füßen, mit dieser komischen Haut, mit irgendwie so einer schlabbrigen, hängenden Haut und mit diesem einen Auge. Und Phemos brachte auch nach 2 Jahren keine vernünftigen Laute von sich, nur irgendwelche Urmenschengeräusche, also auch vom Kopf her schien er nicht so weit entwickelt zu sein, wie es eigentlich ein Mensch sein sollte. Und Phemos hatte aber eine unglaubliche Eigenschaft, und zwar war er unwahrscheinlich stark, er war richtig kräftig und deshalb, die Leute redeten zwar über ihn und verachteten ihn, aber das alles passierte eher hinter seinem Rücken. Phemos wusste aber trotzdem, dass er nicht gerne gesehen war in seinem Dorf. Und generell Menschen, denen er begegnete, die begegneten ihm immer mit Furcht und Schrecken. Und ja, so lernte er einfach auch mit seinem Aussehen umzugehen. Und eigentlich fand er das generell gar nicht so schlimm. Sowieso ein Einzelgänger, ein richtig schön starker, märtyrischer Typ. Und er hatte aber auch gar nicht vor, mit irgendwem zu kämpfen. Als er jedoch ein bisschen älter wurde, so um die 18, 19, 20 Jahre irgendwo rum, und seine Eltern sowieso nichts mehr mit ihm zu tun hatten, wollte er immer ein Schmied werden. Er hat sich tatsächlich versucht beworben bei verschiedenen Schmieden. Ihm hat das richtig Spaß gemacht, also da hat er irgendwie auch so ein Talent für entwickelt. Tatsächlich kam aber irgendwann noxianische Ritter in das Dorf, in dem Phemos lebten. Und als sie Phemos sahen und als sie seine Kraft sahen, sahen sie ein Talent zum Kampf und eine Chance für sich selbst Geld zu verdienen. Und so nahmen sie Phemos fest, legten ihn in Ketten und wie ihr seht, wie ihr an dem Bild seht, haben sie ihm den Mund zugenäht, haben sie ihm Knochen in die Haut gesteckt, sodass sein brutales Aussehen noch viel, viel brutaler wurde. Und so musste Phemos jahrelang Gladiatorenkämpfe oder auch Schlachten austragen, weil er einfach unglaublich stark war. Es gelang Phemos glücklicherweise einen Schmied, der auch für ihn Waffen schmiedete, die er in Kampf benutzte, besonders seine magische Keule, die er benutzt, einen Schmied davon zu überzeugen, dass er selber ein gewisses Talent und ein Interesse für die Schmiedekunst hegt. Und so gelang es einem einflussreichen Schmied, Phemos freizukaufen, was eine Riesensumme kostete, und ihn für die Schmiedekunst einzusetzen, also ihn in seiner eigenen Schmiede einzusetzen, ihn auszubilden, und so wurde Phemos einer der talentiertesten Schmiede von Noxus, einer der besten Waffenbauer und gleichzeitig einer der kräftigsten und gefürchtetsten Krieger, die die Welt je gesehen hat. Das ist Phemos, mein Lieben, und ich habe natürlich auch Fähigkeiten zu ihm, die natürlich auch zu seinem Konzept passen sollen. Und wir haben erstmal eine Passive. Als Waffenschmied verstärkt Phemos alle normalen Angriffe von Verbündeten gegen gegnerische Champions um 6, 7, 8, 9%. Eigene Angriffe und die von verbündeten Vasallen werden ebenfalls von dieser Passiven beeinflusst. Das heißt, wir haben stärkere Minions. Das heißt, alle Verbündeten sind stärker. Also wie bei einem Supporter kann er auch hier sein ADC zum Beispiel verstärken. Und das passiert einfach auch in der Nähe. Wir haben hier eine kurze Reichweite. Die ist echt, echt kurz. 400, 450, 500, 550. Also die Verbündeten, die verstärkt werden, müssen wirklich in ganz, ganz unmittelbarer Nähe zu Phemos stehen. Kann aber auch als Supporter vielleicht funktionieren.
und 9% mehr Schaden. Ich erinnere zum Beispiel an Zed, der auch eine Passive hat, die mehr AD gibt. Wenn das kombiniert wird mit dieser Passiven von Phemos, dann kann das schon mega, mega stark werden. Das Ding ist halt, es sind wirklich nur normale Angriffe. Also das ist jetzt nicht, dass irgendeine Skalierung erhöht wird oder dass mehr AD dazu kommt, sodass zum Beispiel auch Champions wie ein Zed, wenn der jetzt auch diese 9% von Phemos hätte, dass er das auch in seine Ulti und in seine Shuriken und so weiter einsetzen könnte. Also es sind wirklich nur die normalen Angriffe. Das Q von Phemos, ein gewaltiger Keulenhieb. Also der nächste normale Angriff ist ein Keulenhieb, der am Ziel ordentlich physischen Schaden macht mit einer 130% AD-Skalierung. Außerdem erhalten Gegner in der Nähe 50% physischen Schaden. Das heißt, wir haben hier die Nähe von 175, habe ich die definiert. Das heißt, Phemos haut mit seiner Keule zu. Dann macht er richtig heftigen Schaden an dem Ziel, wo der normale Angriff hingeht. Aber zusätzlich haben wir einen ganz kleinen AOE-Effekt, weil einfach dieser Hieb mit der Keule so mächtig ist, dass natürlich auch der Boden an den Seiten aufbricht. Dass wir eine richtig schöne kleine Druckwelle haben. Die Abklingzeit sehr, sehr kurz. 7, 6, 5, 4, 3. 3 Sekunden, das ist Wahnsinn. Es ist aber so, ich habe das extra sehr kurz gemacht. Auch ein Trundle hat eine super, super starke Q, klaut den Gegnern sogar noch HD und die ist auch mit sehr kurzer Abklingzeit. Also ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, habe das wieder mit anderen Champions verglichen und ich sehe einfach, dass man diese Abklingzeit durchaus an dieser Fähigkeit geben kann. Vielleicht müsste man das um eine Sekunde erhöhen oder so. Man müsste auch schauen, wie das mit Cooldown Reduction natürlich aussieht. Aber es gibt Champions, die so kurze Abklingzeiten haben. Dann haben wir die W. Eine Passive in der W. Für jede verbündete Einheit, die in Phemos Nähe stirbt, erhält Phemos einen Stack Rache. Für 25, 65, 115, 175 Stacks erhält Phemos dauerhaft plus 12 AD, erstmal bei 25 Stacks, plus 200 Leben bei 65 Stacks, plus 10% Cooldown Reduction bei 115 Stacks und bei 175 Stacks plus 15% Armor Penetration. Ja, es geht einfach darum, dass er eigentlich ein gefürchteter Krieger ist, aber dass er schon für seine Leute einsteht. Und wenn halt die Leute in seiner Nähe sterben, also verbündete Einheiten, dann bekommt er halt diesen Rachestack, dann wird er wütender. Und diese Wut führt dazu, dass er da zusätzliche Attribute bekommt. Und dann haben wir noch eine aktive. Phemos stößt einen Angriffsschrei aus, wodurch er zusätzlich 3 Sekunden lang plus 35% Bewegungsgeschwindigkeit und Angriffsgeschwindigkeit erhält. Außerdem hält der nächste normale Angriff den Gegner für 1,25 bis auf Level 5 2,25 Sekunden fest. Also wir haben hier einen Selbstbuff, der kurz ist. 3 Sekunden ist nicht so viel. Wir haben Shyvana mit 4 Sekunden, wir haben sogar Lulu mit 5 Sekunden, die sich bufft. Das ist aber eigentlich im Nahkampf gar nicht so schlecht. Er hat ja den Attack Speed. Er hat dann den Movement Speed und letztendlich durch die Passive habe ich diese Fähigkeit versucht, ein bisschen useful zu machen. Was natürlich schön ist in dieser Fähigkeit, ist der Stun. Und 2,25 Sekunden auf Level 5, das ist schon ziemlich viel. Morgana ist da die Königin der Stuns mit 3 Sekunden, das ist einfach wahnsinnig. Aber 2,25, das wird man auch schon merken. Also wenn der Gegner einmal festgehalten wird und dann vielleicht noch ein anderer CC dazukommt, dann wird er sich auch fühlen wie CC'd forever. Dann haben wir noch eine E. Phemos hebt 4 Sekunden lang sein Donnerschild. Das heißt, er müsst hier wirklich so noch, also seine Keule und so ein Schild hebt er vor sich, wodurch er 20, 25, 30, 35, 40% weniger Schaden nimmt und alle Gegner, die ihn während dieser Zeit angreifen, bei jedem Angriff selber magischen Schaden erhalten. Mit AP-Skalierung kann man also wahrscheinlich vernachlässigen. Also eine eher defensive Fähigkeit. Eine Fähigkeit, die aber interessant ist, weil sie normale Angriffe als auch Fähigkeiten berücksichtigt. Und die Gegner, also es ist so eine Art Parieren. Nur, dass man durch das Schild werden die Fähigkeiten nicht komplett abgeblockt, sondern der Schaden wird einfach reduziert. Also hier reduziert der Schaden und auf der anderen Seite haben wir dann halt diese Schadensreflexion. Und letztendlich hat Phemos hier in seinen Basisfähigkeiten keinen vernünftigen Gap Closer. Und deshalb habe ich ihm auch in der W eben diesen starken Stun mit eingebaut. Dann haben wir aber noch die Ulti.
Und die Ulti ist letztendlich der Gelbklauser. Und zwar, Phemos hat ein Auge, auch das muss in dem Kit mit enthalten sein. Phemos visiert mit seinem einzigen Auge einen gegnerischen Champion an. Also er konzentriert sich richtig auf den, sodass dieser richtig Angst bekommt. Dieser bewegt sich dann vor Furcht, nämlich 1,5 Sekunden von Phemos weg. Wird diese Fähigkeit während der 1,5 Sekunden 4 reaktiviert, so läuft Phemos mit 60% zusätzlichem Bewegungstempo auf den Gegner zu, wobei er alle anderen Einheiten beiseite schiebt und an Gegnern ordentlich physischen Schaden verursacht und nicht von bewegungseinschränkenden Effekten beeinflusst werden kann. Trifft er auf den ängstlichen Champion, fügt er ihm eine erhebliche Fleischwunde zu und verursacht physischen Schaden. Diese Ulti ist krass. Und das ist die Ulti, die Phemos mega stark macht, die ihn zu einem mega starken Jungler macht. Sieht man das? Mir was abgepult. Ein bisschen sieht man es. Okay, also zurück zum Thema, dass Phemos zu einem richtig starken Jungler macht, denn er hat hier so eine Ulti wie Vi. Ich habe es auch ein bisschen mit Vi verglichen, deshalb passt das. Kann halt nicht CC't werden, er viert den Gegner und er läuft dann auf ihn zu, also danach knockt er ihn nicht mehr ab, so wie Vi, aber er trifft ihn auf jeden Fall und er hat davor halt diesen 4. Reichweite aber nicht ganz so weit wie bei Vi. Also jetzt nicht, dass die Leute kommen, ey, das ist genau wie bei Vi und es ist ja völlig OP, wenn er so eine Fähigkeit auch nochmal hat. Die Reichweite ist mit 700 echt nicht weit. Das ist kürzer, als Six seine Bomben wirft, also wo die erste Bombe landet. Und von daher, denke ich, ist das gerechtfertigt. Wir haben hier mit dem 4, wir haben hier einen zusätzlichen Gap-Closer, eben durch die W, wo er sich um 35% schneller machen kann. Und ich vermute, auch mit dem E, mit dem Donnerschild, ist er ein guter Jungler. Also, dass man da wirklich sagen kann, er reflektiert so ein bisschen den Schaden, der auf ihn zukommt, er nimmt weniger Schaden, hat dadurch auch einen AOE-Effekt. Also, Phemos eher ein, ich würde mal sagen, ein bisschen stumpferer Champion, weil er halt mit seiner Keule einfach nur zuhaut. Erinnert mich ganz, ganz stark an Sion. Die Fähigkeiten ja ähnlich plump, nicht so viel Gap-Closer, aber in der heutigen Meta, in der jetzigen Meta in Richtung Season 5 müssen Champions Gap-Closer haben, damit sie richtig effektiv sind oder Gegner irgendwie ranziehen können. Und das habe ich halt versucht mit der Ulti reinzubauen. Ich hoffe, euch gefällt Phemos. Eine böse Splash-Art, ein gewaltiges Biest. Leider von seinen Eltern verstoßen, aber ein toller, einäugiger Riese, der die Schmiedekunst beherrscht. Ich bin euer Povrot, kommentiert das Ganze, wie es euch gefällt, in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao und danke fürs Zuschauen.